Kuckuck, da sind wir wieder an einem schönen, schönen, nicht sonnigen Tag. Ihr seht es schon, wir haben schon wieder Nebel. Wir müssen schon in den Mistlands sein, ob wir wollen oder nicht. Ja. Das kommt mir langsam so vor. Und wir haben eine Bank. Wir haben eine schöne Sitzbank. Genau. Deswegen auch mit diesem wunderschönen Teppich dazu jetzt schon einen Buff von 13 Minuten. So sieht's aus. Das macht uns stolz. So, wir haben ein bisschen was gemacht. Da hinten zum Beispiel, was ihr jetzt nicht seht, weil es Nebel ist, habe ich es ein bisschen gerade gezogen hier, damit nicht diese Baugrube ständig ist. Dann hat die Dani hier Bienchen aufgesetzt. Schöne, schöne Bienchen. Wir haben so ein kleines Notfalllager gebaut, dass wir erstmal hier die Kisten ins Trockene bekommen. Genau, so wir haben ja uns von diesen, wir stehen im Weg rum, Kisten verabschiedet und ein bisschen hier aufgeteilt. Ja, dass wir erstmal ein bisschen was haben, was wir wegräumen können. So, wir wollten heute weiter in den Dunkelwald gehen. Um zu sterben. Ich hoffe doch nicht. Naja, Kollege Berserker müsste ja noch da hinten stehen und auf uns warten. Schweintau. Ich meine, wir können natürlich uns auch ein Schwein holen, ne? Ein. Naja, da müsste ich erst eine Brücke bauen. Das, ja, das machen wir. Das wird auf jeden Fall auch noch sehr lustig. Wir haben ja eine Stelle, wo auf jeden Fall zwei Sterne Schweine spawnen. Mhm. Da werden wir schauen, ob wir uns natürlich ein Zwei-Sterne-Schwein irgendwie hierher bringen. Das wäre gut, ja. Das muss natürlich auch über den Fluss schwimmen. Ja, und uns die ganze Zeit folgen. Das ist wirklich. Und uns die ganze Zeit folgen. Das ist nämlich ein großes, also es ist nicht ganz in der Nähe. Mhm. Genau, aber wir haben auch noch ein Ein-Sterne-Schwein hier irgendwo gesehen, das wir nicht extra nicht umgebracht haben. Weil wir tierlieb sind. Ja, oder weil wir es halt einfach zum Züchten haben wollen. Das ist jetzt, kann man sehen, wie man möchte. Um es dann umzubringen? Da ja. Ja. Wollen wir hier unten gerade reingehen? Also mir ist egal. Willst du da oben wieder reingehen? Guck mal, hier ist Kupfer. Wir suchen nämlich jetzt tatsächlich die Kupferadern. Okay, dann markiere ich das nochmal. Weil das habe ich, glaube ich, noch gar nicht markiert. Ding, ding. Hup. Habe ich. Genau. So, und wir suchen jetzt Kupferadern, damit wir natürlich langsam anfangen können, uns hier Bronze und so zu machen und endlich ein bisschen bessere Waffen zu kriegen. Und endlich haben wir mal keinen Nebel. Und ja, und schau mal, strahlender Sonnenschein heute. Jo, Gott sei Dank, wurde auch mal Zeit, damit die Solaranlage auf dem Dach endlich mal ein bisschen was produziert. Da ist Kupfer. Schau das dir ist das Kupfer an. Hier. Ja, genau, hier. Ja, dann markiere ich mir den Kupfer. Moment. Oder wir können halt einfach anfangen mal zu hauen, ne? Ach komm, das wird zu einfach. Hier, das wirst du einfach. Akup. Dann. Ich habe Akup geschrieben. Nö, lass uns noch ein bisschen rumrennen. Akupferl, weißt du? Aklorans Kupferl. Hier wär's hin auch. Oh, natürlich. Hier, schau mal. Da, Baseball, komm, wirf noch mal. Auf dem Weg darüber. Baseball? Ja, höp. Getroffen, der Punkt ging an mich, mein Freund. Genau, ich habe nämlich Blaubeeren, die habe ich schon von drüben gesehen. Hast du Lust, mich zu hauen? Nein, ich hau dich nicht. Dong, hallo. Dong, hallo, dong, so jetzt. Warte mal, hier so, du ist hast gesagt, du bist rübergeschwommen. Ja. Mich hier hoch? Yippie. So, Blaubeerchen, das waren ganz viele hier. Das sind alles Blaubeerbüsche. Bitte nicht zerstören. Nein. Wir trampeln hier nicht über die Saat. Hier Steinchen. Ach, Kupfer, liebes Kupfer, melde dich bitte bei uns unter 0800. Wir haben ein Heim für dich in unserem Ofen. Da ist es kuschelig warm. Ganz gemütlich und trocken. Kupfer, hier ist Kupfer, hier ist Kupfer, hier ist Kupfer, hier ist Kupfer. Beschützen Sie mich bitte kurz. Hier ist ja nichts. Ach, da ist ein Hirsch, ich sehe ihn doch. Also, ja, genau, der greift dich doch nicht an. Guck doch mal, was der für spitzes Geweih hat. Natürlich greift er mich an. Kann dir jeder Jäger bestätigen, dass die auch mal angreifen können. Haben wir Jäger hier unter unseren Zuschauern? Ich weiß es nicht. Kann ich da was? Sag uns mal, ob die uns angreifen können. Kann ich da was bestellen? Ob wir Angst vor den Hirschen haben. Oh, da unten ist... da nehme ich doch mal mein Schild in die Hand. Hallo. Wir sind's, die Nachbarn. Grüß Gott. Hast du hier irgendwie eine Kiste oder so? Nein. Nicht? Der hat warum nichts bewacht. Dann hat er Zeit einfach. Der hat einfach Zeit. Ach ja.
Bei so einem Wetter gehen übrigens die Trolle auch nicht so gern raus. Die sind dann auch eher in ihren Höhlen. Wir haben noch gar keine Trollhöhle gefunden. Fällt Stimmt. mir gerade so auf. Hier ist Kupfer, hier ist Kupfer, hier ist Ja, Kupfer. Moment. Oh, Servus. Du hast ja wieder eine Menge Anhänger heute. Ich treffe ja überhaupt keinen. Gute Nacht, Freunde. Es war schön, euch hier zu Oh, sehen. Was? kaum sage ich, keine Trollhöhle. Ja, Das ist hier eine endlich mal eine Trollhöhle. Trollhöhle. Die Cool. markiere ich mal. Da gehen wir Cool. rein jetzt. Echt? Willst Aber du die machen? logisch. Logisch. Ich gehe mal kurz reingucken, ja? Ich komme gleich wieder. Bleibe hier. Renn nicht weg. Schau mal, ob der zu Hause ist. Ich schau mal rein, ob der zu Hause ist. Nicht mal in einer dunklen, muffigen Höhle habe ich Ruhe vor euch. Werd mir mal ein bisschen Zucker von Ihnen borgen. Hallo. Ja, er ist zu Hause. Er brennt schon. Oh, der ist aber schon ein bisschen sauer jetzt. Jetzt schmeißt er mit irgendwas nach mir, mit dem Zucker Soll wahrscheinlich. ich reinkommen, oder? Moment, ich komme noch mal kurz raus. Aua. Raus hier, das ist mein Loch. Such dir selber Bleib eins. da drin, du. Genau, vor Trollhöhlen gibt es übrigens auch immer Blaubeeren. Ist Ich das so? glaube ja, heimlich fressen die Das glaube Blaubeeren, ich auch. ja? Deswegen sind die so blau. Deswegen haben die die Farbe. Hast du Genau. Lust? Hast du deinen Bogen dabei? Ich habe meinen Bogen dabei und würde auch gleich mit dir. Warte mal. Ich mache jetzt auch mal die Feuerpfeile an. Ich glaube, das ist gescheiter. Das ist gut. Hast du den vorne gleich zum Eingang Der hier? ist gleich hier. Der wohnt hier. Da. Oh ja. Boah. Und wieder Und ich raus. bin fast tot. Uhu. Einmal reingegangen, einmal zugehauen, tot. Na Ah, toll. ist das ein Stress mit den Trollen Ich hier? setze mich jetzt hier mal hin. Bleibt bloß draußen. Aber schau, die Sonne lacht. Ist das schön? Super. So eine schöne Sonne. Da mache ich mal ein Screenshot. Sieht Aha. man mich weinen? Ja. Du weinst sogar recht hoch. Über mir. Über dir ist eine Regenwolke, über mir auch. Sie regnet und ist nass. So, kann ich noch was essen? Ja. Ja, wir Ich müssen mal leider wieder erst in rein. 2 Minuten. Was müssen wir? Das müssen, wir müssen wieder rein. Nahkampf, macht das Sinn? Oder schlägt er Ich werde durch? jetzt auch definitiv auf Nahkampf gehen. Ich kann den blocken, das habe ich schon gemerkt. Also das Ach, funktioniert das schon. geht. Ja, aber nicht, also noch nicht ganz so toll wie später, wenn ich dann ein Eisenschild habe. Aber der hat letztens, habe ich ihn geblockt und dann hat er sogar getaumelt. Also das funktioniert schon. Okay, dann rein hier. Hopp. Nein, ich habe noch gar nicht, ich habe nicht so viel Leben. Aber ich sehe doch, wie viel Leben du hast. Dann siehst du doch, dass ich noch nicht voll bin. Oh Naja. doch, ich bin voll. So, Verdammt. mit Blocken hast du gesagt, ja? Okay, mit Blocken, ja. Und immer in die Ich Knie. glaube, ich lege mich wieder Oh, hin. warte, da schieße ich nochmal mit dem Pfeil kurz Ach drauf. so, ja, lass mal erstmal kommen. Wir bleiben mal am Ausgang. Ja, wir sind bei dir zu Hause. Das ging mal daneben. Also du müsstest dringend zielen. Gleich hab ich dich. Okay, ich bin gleich tot. Der Troll Ja, ist ich auch. böse, der ist so böse, der Troll. Oh, der Leute. ist mir noch hinterhergelaufen. Alter Schwede, der ist mir noch hinterhergelaufen. Der war jetzt sehr negativ auf uns eingestellt, finde ich. Ja? Ja, am besten vielleicht markierst du die Höhle. Wir kriegen den jetzt, glaube ich, nicht, oder? Ich hab das von Anfang an gesagt. Wenn wir ihn anbeten, ob es dann besser Weil wird? ich schon dreimal richtig auf ihn draufgehauen habe. Also, ich habe ihn schon dreimal echt gut erwischt. Also mit einem Hab Schlag ich. macht er 40 Energie weg. Glaube ich. Okay. War das so? Wenn man sich nochmal Also ich anschaut. habe jetzt gerade essen können, jetzt muss ich erstmal hochladen und dann können wir gerne noch einmal reingehen. Aber dann habe ich auch keine Lust mehr, mal eine drauf zu kriegen. Das macht ja auch keinen Spaß, wenn man mal eine draufkriegt, ne? Und reinrennen, schießen wieder raus, das dauert immer zu lange, oder? Das ist auch einfach nicht die feine Englische, oder? Macht Och, man das? och, doch, doch. Der ist ja nicht so nett, also der ist ja nicht so nett. Ja, dann geh rein und schau mal, wie viel Leben er noch hat. Ich muss Okay. noch ein bisschen hochladen, es tut mir leid. Ich stehe genau vor seinem dicken Bauch. Und weg. Hast du gesehen, wie viel Leben er noch Nein, da war einfach der große dicke Bauch im Weg. Der dicke Blaubauch. Aber ich bin, der hat mich nicht getroffen. Wir könnten doch mal schnetzeln gehen. Dann gehen wir noch mal schnitzeln, komm. Stufe 3, ja, komm, wir testen das jetzt. Wenn nicht, dann nicht. Okay. Oh, der hat mich nach Ich draußen bin tot? geschmissen. Ja, Oh. und ich bin tot. Ach, blöd. Schied.
Wie viel Holz haben wir? Wir haben zu wenig Holz. Okay. Den Weg findest du ja her, oder? Ja, da ist ja irgendwo mein Totenkopf. Ja, richtig, richtig. So, wir haben ja zufällig auch immer einen Notfall. Weiß ich schnell was. Was kostet denn so ein Lagerfeuer, Freunde? Was kostet so ein Solarfeuer? Was kostet noch 5 Steine? Wie viel habe ich? 0. Das ist gut. Damit ich dir auch ein schönes Ankommenfeuer machen kann. So, jetzt schauen wir mal, wo sind wir denn da hinten? Okay. Dann bleibe ich erstmal ein bisschen hier im Auenland noch. Ja. Komm her. Ich hab's schon gemütlich gemacht für dich. Hatzi, habe ich auch. Fackel bauen. Ne. So eine Werkbank. Okay. Kannst du mal pingen, bitte? Jawohl, ich pinge. Da unten bist du. Oh, toll. Vor meiner Nase genau ein Troll. Man ziehst die magisch an, oder? Mist. Warte mal. Der sitzt hier unten ganz gemütlich am Strand. Musst du ihm bloß sitzen? Ja, ich habe jetzt auch nicht so große Lust auf ihn. Jetzt wird es schon wieder Abend, ne? Ja, ich bin auf dem Weg. Es wird noch ein bisschen dauern. Ich könnte ja auch den Troll ausräuchern, oder? Lass mal hier rüber. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikro vor lauter Aufregung. Ist das aufregend. Unten sind ja noch lecker Pilze. Raschelt denn hier immer so? Bisschen Energie, Ausdauer. Ja. Ich lasse dich liegen. Pingeling. Du hättest den ja eigentlich in der Zwischenzeit tot machen können. Immer wieder rein und töten, weil ich muss da rein, ne? Da ist ja meine Sachen drin. Stimmt, da hast du natürlich recht. Du kannst direkt anfangen, ich bin fast bei dir. Okay. Seh zumindest mal dein Zeug. Oh, ist verrückt. Jetzt ist er schon wieder ein bisschen sauer. Zu urteilen ist er noch nicht tot, okay? Noch nicht ganz. Er ist, naja, wie soll ich es ausdrücken? Im Moment nicht so bereit, das Zeitliche zu segnen. Not amused, okay, alles klar. Ich fühle mich ausgeruht. Juhu, ich gehe rein, ich hau ihn jetzt um den dicken Sack. Oh, er haut mich um. Ich gehe wieder raus. Lass mich doch raus. Der hat mich nicht rausgelassen. Jetzt bin ich auch tot. Nein. Ja, bin ich rausgekommen. Nein. Jo. Tschüss, Troll. Warum machst du sowas? Ich kann. Okay, also dann versuche ich jetzt reinzugehen, zumindest meinen Grabstein mal zu holen. Ja. Der braucht Weil dann, das macht ja keinen Sinn. Der braucht dann nicht mehr so viel. Der hat sich nach hinten verkrümmelt. Es ist gut. Aha. Okay, ich habe meine Sachen. Mhm.
der war jetzt, nee, der ist nur noch viertelt voll, übrigens. Okay. Hast du irgendeine Waffe mitgenommen gehabt? Ich hab, ja. Eine kleine mit und eine Fackel nehme ich auch mal mit. Also ich habe eine Axt mitgenommen und Notfallkleidung. Okay. Notfallkleidung, ich renne nackt. Bin mutig, ich bin ein Mann. Scheiße, ich komme nicht raus, warum komme ich nicht raus? Siehst du, so ging es mir auch. Bin irgendwie verbuggt. Also falls du jetzt auch nochmal stirbst, dann würde ich sagen, pennen wir einfach, oder? Naja, noch bin ich nicht tot. Ich habe hab noch 102 Leben, aber bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich nicht mit meiner Axt besser dran bin. Hm. Wo hast denn du vorhin diesen Troll gesehen? Der saß am Strand. So, jetzt habe ich noch dreimal auf ihn draufhauen können. Jetzt hat er mich aber auch zweimal erwischt. Jetzt warte ich auf dich. Mhm. Ich gehe ein bisschen schwimmen. Geh mal schwimmen. Und ich rutsche wieder runter ins Wasser. Juhu! Ach, das ist so nervig mit der Ausdauer. Und geh doch einfach. Ja, das ist genau dieser Punkt, der einen dann irre macht hier bei dem Spiel. Dieses mit der Ausdauer. So, ich bin wieder energiemäßig voll. Ich gehe nochmal rein. Ja, so, und jetzt habe ich Graulinge am Arsch. Oh, Scheiße. Okay, ich habe ihn zweimal wieder richtig gut erwischt und bin dann aber schnell wieder abgehauen. Mhm. Das ist ja echt feige, was ich hier mache. Aber nee, das ist völlig in Ordnung. Jetzt verfolgt mich auch noch ein Fan. Soll ich dir helfen? Ja. Siehst du mich schon? Nee, noch nicht. Hm. Aber du müsstest gleich, jetzt sehe ich dich. Da kommt er schon hinter mir, gleich. So, ob ich an mein Zeug rankomme oder gleich wieder das Zeitliche segne? Tja, das weiß ich auch nicht. Der hat umgedreht. Wollen wir mal gucken, oder? Ja, gehen wir mal rein. Nein. Tja, ich komme nicht raus, doch jetzt. Mensch. Olli. Wieder zweimal auf ihn draufhauen können? Hast du es nicht geschafft? Nee, er ist ja gleich an der Tür vorne. Also wenn ich einen Schlag kriege, bin ich gleich obsing. Hast du nichts gegessen? Doch, ich habe gegessen. Ich habe 112 Energie, aber... Achso, ja, dann kann er dich schon einmal erwischen. Ja? Jetzt warte, ich muss wieder ein bisschen hochladen. Also ich erwische ihn immer zweimal. Mhm. So, jetzt bin ich wieder auf 97, komm. Okay. Vielleicht kriege ich mein Zeug. Nee, vergiss es. Der ist genau vor der Tür. So, jetzt. Also ich war jetzt sogar hinter ihm. Pass auf, du bist gleich tot. Ja. Ich habe ihn wieder, lass mich mal an das Feuer setzen. Hat ja auch was Romantisches. Mhm, wahnsinnig. Du hast kein Holz. Ich sterbe zwar fast, aber sehr romantisch. Aber du hast ein schönes Schild. Ist ein bisschen schmutzig. Ein wunderschönes Schild. Aber du hast ein schönes Schild. Tja. Mhm. Aber du musst mit rein, das nützt alles nichts. Also du kannst deine Sachen, du musst die holen. Das. Ja. Wenn ich wüsste, wann er hintergeht. Dann hätte ich ja genug Zeit, weißt du? Wenn ich ihn halt hinterlocke, dann kann es halt sein, dass ich es nicht mehr schaffe, rauszukommen. Ja, das glaube ich, so, ist also ja ich auch bin nicht. Wieder voll. Wir probieren es wieder. Ja. Irgendwann muss er ja auch mal tot sein, das gibt's ja nicht. Oh, schau, jetzt ist er hinten. Nimm dir dein Zeug, schnell dein Zeug. Jawohl, ich hab's. Oh, ist das aufregend. Okay. So, das Ding kann weg. Dann habe ich den Bogen hier. Ich habe nämlich den Bogen raus. Du hast den Bogen raus? Das ist gut. Mhm. So. Hast du unsere Notfallaxt jetzt einfach weggeschmissen? Wir haben noch ganz viele Notfalläxte. Weil wir sind öfters in irgendwelche Notfälle verstrickt. wie viel Energie hat denn der jetzt noch? Ich habe es nicht gesehen. Ich sehe immer kurz Sternchen und dann hau ich wieder ab. Aber ich habe ihn schon echt ein paar Mal richtig gut erwischt. Also es ist
So, ich bin auch wieder voll. Willst du jetzt, soll ich ein... Wir machen den jetzt platt, jetzt Feuerpfeil? Also jetzt tun wir auch nicht mehr rum, ja. Ich mach Feuerpfeil und du machst irgendwas anderes. Oh. Ich hab ihn zumindest, glaube ich, mal angezündet. Und er hat mich dummerweise wieder erwischt. Hm. Ich muss mich wieder aufladen. Gibt's doch nicht, der muss doch irgendwann sterben, Mensch. Er ist ein kräftiger Troll. Ich würde ja gerne mal sehen, wie viel Energie er noch hat, aber das ist nicht möglich, wenn ja, man da so nah dran ist. Ah. Mein Happa Happa. So. So. Der nächste Versuch? Neuer Versuch. Wir schaffen das ja irgendwann. Angriff, Angriff, tot. Scheiße. Ich bin tot, ich bin tot. So, toll, tot. Ah, toll. Der tolle Troll. Super. Du toller Troll, du. Uff. Okay, da kann ich zumindest schon mal das ganze Zeug hier einsammeln. Den Edelsteinkäse hier, ja? Wenn du willst. Ja, ja. Da habe ich natürlich bloß nichts mehr zum Anziehen, ne? Na gut. Ich esse nochmal. Was ist denn hier los? Na los? Ja, bei uns in der Basis ein Grauzwerg. Oh. Ja, dahin gekommen. Ja, jetzt sterbe ich gleich nochmal. Ich habe noch nichts gegessen. Der läuft hier nämlich bei uns. Zack. Drei Leben, tot. Okay. Ja, es hilft jetzt nichts, wenn ich zurückkomme, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist, denn eigentlich so ein gelber Pilz? Ausdauer 30, ein HP-Tick. Was? Das ist jetzt ganz schön doof. Der ist mitten bei uns. Der zerstört hier auch gerade irgendwas. Ja, Werkbänke vermutlich. Ja, pass auf, dann komme ich mal zurück, oder? Weil wie viele Sachen hast denn du mit deinem Inventar drin? Ja, viel. Da muss das brauche ich. Ja, ja. Kann's leider nicht nehmen. Das wäre meine Frage gewesen, weißt du? So, also der Grauzwerg ist jetzt tot. Ach Gott sei Dank. Ja, wir müssen mehr Werkbänke da überall hinstellen. Ja, aber das, der war wirklich hier in der Basis. Also der war tatsächlich auf unserer Platte vor der Haustür. Vor unserem Häuschen. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich fange jetzt zwar an zu frieren, aber ich komme jetzt wieder. Mhm. Ich werde die Höhle nicht verlassen, sonst spawnt der Troll neu und da habe ich auch keinen. Warte mal, ich mache jetzt Eiktür an. Ja, ach stimmt, den haben wir ja auch noch. Und fang mal an zu jumpen. Let's go, ich verfolge dich auf der Karte. Kupp, 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 kupp. Viermal Kupfer haben wir erst. Ne, fünfmal Kupfer. Okay, das reicht für eine Weile. Wo haben wir denn das Kupfer überhaupt her? Wie, woher? Ja, wir haben ja noch gar kein Kupfer geschlagen. Nee, nee, ich hab's markiert. Ich hab's markiert. Das meine ich. Achso, das markiert. Okay, okay. Ja, okay. Ja. Denk dran, da unten ist noch ein Troll. Ja. Muss ich kurz ein Päuschen machen, weil keine Ausdauer mehr. Irgendwas atmet hier in der Höhle. Oh. Geh weg, du. Ist da noch der Bruder vielleicht drin? Ich weiß nicht, ob der noch im Schlafzimmer ist. Hallo, Bruder? Glaub nicht. Ich rutsche runter. Ich rutsche da runter, wo der Troll ist. Das ist nicht gut. Das will ich nicht. Ein schönes Foto machen. Du bist dein Arsch. Ich sag's nicht. Nein, der Inhalt unseres YouTube-Kanals ist nicht gezielt für Kinder gedacht. Das muss man sogar bei YouTube extra angeben. Also wenn man mal flucht, ist ja, glaube ich, nicht so schlimm. Götter, Götter. So, ich gehe jetzt mal hier rüber. Ja.
Soll ich nochmal pingen oder siehst du es schon? Nee, ich sehe es schon. Alles gut. Okay, dann ping ich nochmal. Wenn es dir dann besser geht. Ja, das ist gut für die Moral. Hier springen die Fische heute wieder sehr tief. Ja, gibt schlechtes Wetter. Habe ich alles eingesammelt hier? Ich könnte ja mal so ein Pilz futtern. Oder? Horte? Du könntest mir vielleicht entgegenkommen, weil ich glaube, ich bringe Freunde mit. Wieder? Ja, vorher hast du sie mitgebracht, jetzt bringe ich sie mit. Nö, der war ja dann weg. Ach ja, der ist umgedreht, ja. Ja, immer noch dunkel oder schon wieder? Nee, ist immer noch. Achso, okay, dann gehe ich wieder rein. Weil draußen ist es mir zu dunkel. Oh, danke, du bist sehr freundlich. Ja. Das zum Thema, du kannst mir entgegenkommen, ne? Ich bin ein entgegenkommender Typ. Bist doch schon, siehst du. Ah. Ja. Achso. Hier ruht Dani. Mhm. Tapfer im Kampf gegen einen Troll gefallen. Du wirst definitiv, kommst du nach Valhalla, das weiß ich. Ja? Ja, hundertprozentig. Also wer so mutig stirbt, deine Seele von dir ist schon tot. Tag 29, na endlich. Juhu. Mensch. Ja, und die Reise durch den Dunkelwald und die eine oder andere Trollhöhle, die wir vielleicht noch entdecken werden und den Troll darin besiegen werden, das erfahren wir in der nächsten Folge Valheim Mistlands. Bitte ein Like, bitte ein Abo, dann freut sich Dani und springt vor Freude. Danke, tschüss.